Hi, liebe Monis und herzlich willkommen zu schon wieder einer Trailer-Reaction zu Sailor Moon Cosmos. Aber kurz vor den Filmen ballern sie einfach nochmal die geilen Trailer bzw. Teaser oder Shorts oder was auch immer raus. Und heute ist es endlich soweit. Wir sehen endlich die Sailor Anima Maids bzw. Shadow Galactica, die Bösewichte. Oh mein Gott. Denn bis auf Galaxia haben wir von denen bisher keinen animiert gesehen. Also wir haben Bilder zu Sailor Moon Cosmos von denen gesehen, aber halt keine Clips. Und ja, gerade bei ein paar Charakteren ist es sehr interessant, weil die überhaupt noch nie animiert waren. Also die kamen auch nicht im 90er-Anime vor. Zumindest hoffe ich, dass wir in diesem Short alle sehen. Wir sehen hier auf jeden Fall schon mal Sailor Phi. Die ist definitiv noch nicht animiert worden und ich hoffe, wir sehen auch die anderen. Und ich freue mich extrem. Ich werde es euch natürlich in der Videobeschreibung verlinken, aber jetzt würde ich sagen, klicken wir einfach mal drauf. Ah, da sehen wir gleich schon mal Galaxia mit den langen Haaren. Sailor Iron Maus! Geile Attacke. Seiren! Ah, ist ja cool, dass wir von allen mal die Attacke sehen. Ah, sehen natürlich alle geil aus. Oh, Papillon! Die erste neue! Hell yeah! Und da sind sie! Einige meiner Favorite Bösewichte überhaupt. Oh, es ist süß! Gut. Von. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. was ich sagen wollte ist, von Nemosyne, glaube ich, haben wir jetzt keine Attacke gesehen, sondern eine andere Szene, was ich sehr süß fand. Wir haben zwar von den meisten nur eine ganz kurze Szene gesehen, aber ich bin ja froh, dass wir sie überhaupt mal gesehen haben. Denn ich verstehe halt ehrlich gesagt nicht, warum sie da jetzt so ein krasses Geheimnis draus gemacht haben. Es gab schon von Dennis den Joke, die Sailor Non-Animated Maids. Naja, aber jetzt endlich kurz vor den Filmen haben wir sie doch nochmal gesehen und ich freue mich so heftig, vor allem über die neuen Charaktere, weil das werden mitunter die besten Szenen wahrscheinlich. Ich zumindest freue mich extrem drauf. Und ja, die Attacken von denen sehen alle geil aus. Ich gucke einfach nochmal rein. Ach so, das war doch gar nicht vorbei. Ups. Okay. Oh, das ist. Okay, das für Iron Maus, das war gerade sehr interessant mit Galactica Crunch. Ich schreibe nämlich gerade eine Fanfiction zu, naja, den Planeten der Sailor Anima Maids und so ein bisschen deren Hintergründen. Es ist jetzt lose formuliert, ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall habe ich mir da eine Attacke ausgedacht, die eben ganz bewusst an Galactica Crunch angedacht war. Und interessanterweise habe ich mir die sehr ähnlich vorgestellt. Also tatsächlich hätte ich mir auch überlegt, dass dann da dieser große Mund kommt, der zuschnappt. Das finde ich gerade extrem spannend, dass das zufällig sehr ähnlich aussieht wie in meiner Fantasie. Naja, aber es passt natürlich auch zu einer Maus, ne? Die mit den großen Zähnen und so. Ja. Das sieht auch so cool aus. Bei Papillon natürlich die ganzen Schmetterlinge, auch dieses Feuer, oh mein Gott. Oh Gott, ich freue mich jetzt schon so sehr. Okay, da hat es gerade ein bisschen geleckt. Wow. Ja, also Fei und Kai finde ich ja an sich jetzt gar nicht so krass, aber ja, die Szenen mit denen werden trotzdem interessant. Ja, gut, und hier dann, diese Szene haben wir, glaube ich, schon so ähnlich gesehen in einem anderen Trailer. Oh, nice. Ich bin mega gehypt gerade. Arg! Ich muss aber sagen, ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass das meiste neue Footage in diesen Shorts präsentiert wird. Denn ich, die halt viel am PC sitzt, finde das ein ziemlich nerviges Format. Weil es halt dann auch alles so klein ist und ja, die sind dann auch immer so kurz. Also ich fände einen richtigen neuen Trailer mal wieder echt geil. Die Idee, zu den einzelnen Charakteren immer so Clips zu machen, ist ja gar nicht so schlecht. Das hatten wir bei Eternal ja sogar auch so ähnlich. Aber da war es halt dann ganz normal im Querformat und das fand ich eigentlich besser. Aber ich will mich hier auch nicht zu viel beschweren. Wie gesagt, ich bin glücklich über jedes neue Footage, das wir kriegen. Übrigens wurden dann hier auch endlich mal die Synchronsprecherinnen der Anima Maids angekündigt. Die hatten wir nämlich auch noch nicht bisher, soweit ich weiß. Aber naja. Hier stehen sie auf Wikimoon, falls es euch interessiert.
Ach ja, was noch sehr interessant ist, Sailor Aluminum Seiden wird anscheinend von einem Mann gesprochen, nämlich Ayumu Murase. Das hat mich doch sehr überrascht, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Das liegt wahrscheinlich daran, dass in der Materials Collection, also in so einem Artbook, drin stand, dass sie eine rauchige, tiefere Stimme hat. Das hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst, aber da hat mich der liebe Dennis drauf aufmerksam gemacht. Wundert mich trotzdem, dass man dann deswegen direkt gleich einen Mann nimmt. Allerdings ist es mir auch ziemlich egal, denn in dem Trailer, ich hätte es jetzt nicht rausgehört von dem, was ich gehört habe, hätte ich es nicht unterscheiden können. Also, ja, habe ich auch absolut nichts gegen diese Casting Choice. Was ich euch auch noch zeigen kann, was jetzt gar nichts damit zu tun hat, aber vielleicht interessiert es euch ja. Es gibt neue Artworks von Naoko Takeuchi, nämlich zu Chanel-Kleidung. Denn ja, die hat jetzt tatsächlich mal eine offizielle Kollaboration mit Chanel. Was ja interessant ist, weil sie ja früher immer sehr oft diese Luxusmarken kopiert hat, deren Outfits. Und jetzt hat sie einfach mal offizielle Collabs mit denen. Ja, nice. Und ja, recht viel mehr Sailor Moon News gibt's momentan auch nicht, aber das hier ist doch Highlight genug, oder? Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.